So, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, wunderschönen Let's Play. Yay. Ja, genau, wir machen direkt weiter. Wegen Weilbaum. So. Ich hoffe, wir kommen bald mal hier in ein unbebautes Gebiet, was komplett unbebaut ist. Aber hier andauernd tauchen irgendwelche Häuser auf. Oh oh. Level 69 ist ein bisschen fett. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Der kommt immer direkt zu uns. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, ist weg. Da. Da gehen wir hier außen rum. Können wir hier ein bisschen was abbauen? Nein, da unten, da unten. Stahl. Stahl, 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 Stahl. Fürs Abbauen bekommt man, glaube ich, übrigens auch XP. Zwar bei weitem nicht so viel wie für Umbringen von irgendwelchen Viechern, aber. Oha. Ein bisschen Kohle kann nie schaden. Dann gucken wir mal, wie wieder Opfer hier rauskommen. Jo, easy. Trulila. Was ist das? Ein Gegner, den wir besiegen können? Fragezeichen. Ah, oh Scheiße. Ja, das war gerade ein bisschen dumm. Man sollte auf Eis aufpassen, wenn man gegen einen Gegner kämpft, dass man denn wesentlich ungehaltener ist. Ich bin einfach direkt in ihn reingerutscht quasi. Aber wir haben mittlerweile ja schon 60 EP. Alter, wir sind schon Level 6. Okay, vielleicht warst du mit Level 20 doch relativ normal, sag ich jetzt mal. Wenn man hier doch so schnell an die Levels kommt, dann haben wir es doch drastisch vereinfacht mit den Leveln. Weil ich meine, wir haben jetzt vielleicht, weiß nicht, 5 Gegner besiegt oder sowas und sind direkt Level 6 geworden. Also schon heftig. Siehst du, kann auch sein, dass ich Level 20 war, weil ich ja bereits vor einer Weile mich mal eingeloggt habe, um zu testen. Und ich weiß nicht, ob man Offline-XP bekommt. Na, quasi so Art Idle-Game. Wobei, es kann nicht sein, der hätte ich mit meinem Worker-Account schon viel höher sein müssen. Dann wäre der ja schon auf Level 3000 gewesen. Wäre der ja schon up into the sky. So, okay, hier sieht es relativ unbebaut aus. Vielleicht haben wir doch Glück und wir haben ein unbekanntes Flugobjekt. Ein UFO! Kriege ich ihn? Er kriegt ihn locker. Guck mal, der fliegt direkt auf mich zu. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh was, oh mein Gott. Yay, ich habe ein unbekanntes Flugobjekt besiegt. Woo, Hardcore. Komm her, ich krieg dich. Ich mach dich dünner Teller. Dann halt nicht. Nein! Boah, Alter. Ich meine, gut, wir haben 60. Wir kommen gerade eh nicht runter. Ach, scheiß drauf. Tot. So, jetzt aufpassen, ne? Wir sind ja hier wieder auf Eis. Oh, da ist Linux. Ganz vorsichtig. Ja. Komm, ich mach dich dünner Teller. Ich. Wieso hält das Messer eigentlich so lange? Das Schwert, mein ich doch. Stopp. Na gut, der hat jetzt hier eigentlich nicht allzu viel Damage. Der hat einfach gar keinen Damage. Da, kommt mal hin. Bäume, Natur, Wiese, unberührte Natur. Ich glaube, genau an diesem Ort lassen wir uns nieder. Hier sind sogar Blümchen. Da ist eine Kuh. Doch, ich glaube, das machen wir. Da setze ich jetzt schon mal direkt den den Home Point. Hauptposition Set. Oh, wir haben sogar eine Gurke. Und ein Türmonster, Level 90? Ah, er stirbt. Das heißt, wir brauchen bloß noch ein bisschen Damage machen.
Ein bisschen Damage, habe ich gesagt. Ein bisschen Damage. Mach mal Damage hier, mach mal. Nice. Wie viel haben wir gerade bekommen? Ah, 56 schon mal. Gut. Okay. Das heißt, der Schaden richtet sich wirklich danach, wie viel Damage man gemacht hat und nicht wie viel stark das Monster an sich ist. Das heißt, dadurch, dass das Monster schon fast tot war, haben wir auch Comp Damage gemacht und dementsprechend haben wir auch Comp Punkte bekommen. Schade eigentlich. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier direkt, dass wir hier Level 90 Monster besiegt haben und dementsprechend direkt von Level 8 auf Level 500 springen. Aber Damage haben wir nicht so. Ein Tree Monster Level 39. Wir brauchen XP halt, ne? Wir brauchen halt hart viele XP. Wo sind Monster? Ach, da. Was? Wo ist das hin? Ah! Die kämpft gegen den! Ey, das ist mein Monster, du! Was mit dir? Sorry, Kleine. Danke. Aber du hast meine Beute verletzt. Jetzt verletze ich dich. Sollten wir gegen den kämpfen? Wieso greift der nicht an? Hä? Kannst du dich mal bitte wehren? Schade. Ich dachte, wir kriegen deine Rüstung. Wieso wehrt denn der sich nicht? Was ist mit dem los? Warum allein die Bastarde meine Beute? Da wollte ich gerade ein bisschen XP machen hier, ja? Und dann kommt die einfach und sagen, nope. Arschlöcher. Gut. Dann bauen wir hier mal ein paar. Also erstmal machen wir diesen kleinen Berg hier weg. Damit wir hier mal auf einer Level-Ebene sind. Oder wir machen nur das Ding hier weg. Die Fläche lassen wir, aber die Fläche hier machen wir weg. So. Hä, warum ist das Item Drop aktiviert? Ach, weil mein Inventar voll ist. Hupsi. Wir sollten mal eine Kiste bauen. Können wir schon eine geschützte Kiste bauen? Wo ist mein Eisen? Ja, können wir. Geh nochmal. Hä? Bleib halt da. Arschloch. Die stellen wir erstmal hier ein bisschen abseits. Weil ich noch nicht weiß, wie groß das Gebäude ist. Achso. Große Kiste gibt es ja gar nicht. Weil ich noch nicht weiß, wie groß unser Gebäude, unser Haus werden wird. Aber. Oh, ich bin schon Level 9, Alter. Wow. Wir wären direkt wieder fast Level 20. Nice. Schönes Ding. Den Stein hier unten können wir eigentlich direkt fast lassen. Zumindest da, wo. Also, zumindest gucken wir erstmal, wie groß unser Haus sein wird. Weil da, wo unser Haus hinkommt, da brauchen wir ja auch das Gestein nicht abbauen, weil man ja dann eh nicht mehr sieht. Sehr schön. Gras wächst hier auch. Aber direkt ein bisschen. Achso, diese Felder können wir ja sowieso machen, weil wir haben ja Weizen abgebaut. Achso, ich sollte mal auch ein bisschen Stuff in die Kiste packen. Dafür sind sie da. So, du kommst da rein. Wir können es doch. Wir können. Wir haben schon so viel Stuff und ich weiß gar nicht mehr, was wir alles haben. Wir können uns wahrscheinlich sogar schon Rucksäcke bauen, kann das sein? Rucksäcke for life? Was bist du? Schmetterling. Warum zur Hölle haben wir Schmetterling dabei? Kann man das mal irgendjemand erklären, bitte? So. Wir müssen auf jeden Fall ein Haus bauen oder zumindest eine Art Unterschlupf, bevor es dunkel wird. Wo ist die Sonne? Sie ist bereits am Untergehen. Oh, Kacke. Oh, oh. Wir müssen also schnell beeilen. Wir nehmen ein bisschen Holz. Noch mehr Holz.
Und dann nehmen wir mal hier ein bisschen. Wir nehmen noch ein bisschen Gestein mit. So, halt. Wo bin ich jetzt gerade? Oh, es wird schon dunkel, es wird schon dunkel. Oh shit, shit, shit. So, machen wir mal hier. Dann machen wir mal hier so. Dann machen wir mal hier so. Ne, da haben wir so die gröbste Fläche hier schon eingerammt. So, dann müssen wir nur noch da hinten ein bisschen Gestein wegmachen. Apropos Gestein. Machen wir so einen kleinen Steinsims hin. Sieht immer ganz geil aus. So, jetzt brauchen wir Holz. Na komm. Hä? Hallo? Achso. Ja, komm her. So, dann sind wir schon mal gegen Monster geschützt. Außer vielleicht gegen Baummonster, weil die Baummonster könnten hier von dem Baum runterdroppen. Da weiß ich nicht, ob wir den nicht vielleicht doch am besten gleich mal abbauen, den Baum da. So, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Holz und bauen damit ein paar Leitern. Oh nein, Event Rare Item Drop. Rare Item, ach, Rain hieß das Ding. Okay. Ja, das war das Event, wo ich letztens drauf ansprechen wollte, wo dieser. Was ist das denn hier für ein Zeug? Diese Item runtergedroppt kommen. Wir brauchen ein paar mehr. Und man hätte da ganz viel einsammeln können. Gut, wenn wir gleich 4 Stück bekommen, brauchen wir auch keine mehr. Wir brauchen halt unbedingt Kohle. Scheiße, meine Kisten stehen da hinten und so. Ah, fuck. Kohle, Kohle. Oh, schnell zurück. Wo ist meine Treppe? Da. So. Kohle. Licht. Perfekt. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Ach, scheiß Baum. Ach, fuck. Und einmal dahin. So, jetzt bauen wir hier den Baum ab. Okay. Was, wo? Oh nein, ach, ein Geist? Oh, scheiße. Wir sind so gut wie tot. Warum denn so ein Geist? Schnell, schnell, schnell. Wo ist der Geist? Da hinten ist er. Fuck, Alter, das hieß ja auch noch Geister. Oh Gott, ja, die habe ich schon immer gehasst. Oh fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. So. Oh nein. Oh nein. Ist nicht euer Ernst. Blood Knight. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr. Nein, nein, nein. No, nope, nope. 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 So, jetzt verpisst euch mal. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Blood Knight. Ernsthaft. Junge, ich bin Level 13 Spieler. Was wollt ihr mit eurem scheiß Blood Knight? Guck mal, du bist bereits ein Ghost. Ghost. Oh mein Gott. Ja klar, auch noch Elite. Evil Bunny. Der wollte mich verarschen. Oh Mann, 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 oh Mann. Steinaxt, dreimal Apfelbaumplanks. Da wurde Stuff gedroppt. Achso, wahrscheinlich hat der gerade einen NPC getötet. Alter. In Unprotected Areas. Ja, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie man Protected Areas. Wir haben noch einen. Wie Protect. Gibt es hier Protect-Blöcke? Nee. Nee, gibt es hier die Area Mod? Ah, okay, doch. Also die Area Mod gibt es. Das heißt, wir müssen ganz schnell unser Gebiet protecten. Damit hier keine Monster spawnen.
Oh Gott, Alter, jetzt sind wir hier gefangen. Scheiß jemand an. Kann ich mir eine schnelle Tür bauen? So ungefähr, so weg da. Nein. So. Was? Ich wollte eigentlich eine Tür haben. Ach so, okay. Neue Rezepte. Holztür. Nehmen wir eine Holztür oder nehmen wir. Ja, doch, komm. Holztür. Reicht aus. Ich habe keine Axt dabei. Ups. Okay. Axt. Oh Gott, Holle. Okay. Wie machen wir es am dümmsten? Oh Gott, das ist ein Crawling-Zombie. Die Dinger sind, glaube ich, richtig scheiße. Oh Gott. Geh mal runter. Wieso kann ich nicht. Wieso konnte ich gerade nicht runterschwimmen? War da kein Wasser unter mir oder was? War da Eis unter mir oder warum konnte ich nicht runtertauchen? Das war doch. Hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir werden hart sterben. Vor allem war das nicht so, dass Blood Knight normalerweise nur also alle 7 Tage kam? Wir haben doch jetzt noch locker keine 7 Ingame-Tage gehabt, oder? Oder kam es doch öfters? Vor allem, wann ist der Scheiß wieder vorbei? Ich will hier raus. Wir können hier nichts machen. Oh mein Gott. Oh ja, da ist auch noch ein Baumonster. Der wird uns hart ficken. Vor allem Level 88, Alter. Und wir sind hier gerade mal Level 13. Die wollen mich doch alle verarschen. Ich meine, mit einem Level 55 Account wäre es jetzt kein Problem gewesen, ja. Aber hier mit dem Account, mit dem Steinschwert, sieht es ein bisschen anders aus. Siehst du, wir könnten uns auch mal ein richtiges Stahlschwert hier bauen. Macht wahrscheinlich mittlerweile sogar Sinn. Danke. Einfach because. Die Typen sind scheiße. Wir versuchen unser Glück. Komm her, du Baumonster. Komm her. Ich muss aufpassen, dass hier kein Geist ankommt. Ne? Komm mal her, du Scheißmonster. Nein, nein, was? Hä? Wo ist denn, wo ist die Leiter? Ups. Auf der Leiter hier. Digga, wie viele Punkte ziehe ich dir denn ab? Ich ziehe mir ja gar nichts ab. Oh, das sind die Ortmonster. Kommt hinter uns was? Nein, zum Glück nicht. Das Schlimmste, was halt passieren kann, sind Geister. Weil vor denen kannst du dich halt kaum verstecken. Ja, komm, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Da müssen wir ja gleich auf Level 500 springen, oder? Oh, noch 140 Punkte, 130 Punkte, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, Alter, jetzt wollte ich auch gerade ein bisschen. Was zur Hölle? Wer denn? Wo denn? Stopp doch mal bitte. Digga! Wo sind wir jetzt hier? Fuck you. Aber nicht. Ach, leck mich doch. Geh weg. Ein Mesemonster auch noch. Ja, wir wurden von einem NPC gefickt. Sag mal, kannst du mir bitte aufhören auf unser Haus? Oh Gott. Zombies sind doch schneller als wir, ne? Ja, komm.
Was? Die Zombies können springen? Warum denn diese? Der Tumors hat sich wieder hochgeheilt. Jetzt einfach wieder bei 470, 440 Punkten. Danke dafür. Danke für nichts. Was haben wir hier? Dankeschön. Ich krieg dich. Ich schwöre, ich krieg dich. Ist mir jetzt alles scheißegal hier. Ist jetzt alles sowas von egal. Komm her. Ich mach dich durch den Teller. Dieser Kack-Zombie, ne? Der geht mir auch schon hart auf den Sack. Hier, weg, du blöder Zombie hier. Ich will den Baumonster hier bomben. Oh, Alter. Kann dieser Kack-Zombie weggehen? Hallo, Tümonster. Ich krieg die Krise. Hey, hier wird der Holz. Wo ist es ja jetzt, Türmonster? Oh Leute. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, ich weiß, dass meine HP low sind. Wo ist dieser scheiß Baummonster jetzt hin? Ich sehe es gar nicht mehr. Der Geist hat ja einfach zu viele Monster. Ich brauche jetzt mal hart irgendwelche XP. Kann diese scheiß Nacht mal vorbei sein oder was? Kein Bock mehr. Warum halten wir keine XP mehr auf? Ach doch, Plätze. Ja, ganz schön langsam. Ach Leute. Okay, wir können nur warten. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da dachte ich mal, wir können ein bisschen so kämpfen, ne? Aber erstens, wenn direkt halt, ne, bei Blood Knight, da spawnen halt direkt die Monster direkt neben uns. Und zweitens, wenn dann die Monster auch einfach irgendwo weg verschwinden, das ist natürlich auch Bullshit. Weil wir hatten gerade das Tree Monster beinahe gehabt, aber der ist einfach weg und er ist weg. Jetzt ist weg. Niemand interessiert mehr, wo es ist. Warum fehlt hier Holz? Können die Monster auch Holz zerstören? Wäre mir neu. So, Evil Bunny. Komm mal her jetzt hier. Stirb halt. Wir brauchen wieder hart XP hier. Yay! Woo! 500 XP. Naja, fast. So, gibt es noch andere starke Monster? Ach, dieser Walking Zombie. Wobei, der ist sehr gefährlich. Hat auch nur noch 100 Leben. Oh, ein Imp. Ja, das war dumm.
dank des Baums haben wir trotzdem geschafft. Und diesen Imse kriegen wir auch relativ leicht, weil der kommt bei dem Baum nicht lang, ne? Das heißt, wir können ihn jetzt hier auch beim Baum, weil er einfach zu groß ist. Wo ist denn der? Außer ich hätte natürlich auf dem Baum drauf, dann ist natürlich was anderes. So, jetzt können wir ihn nämlich hier einfach hitten, ohne dass er uns hitten kann. Das ist halt schon geil. Also wie lange dieses Stahlschwert auch hält. Müsste es sich nicht schon längst vermaterialisiert haben? Hallo, stopp doch endlich mal, stopp doch endlich mal hier, stopp doch mal. Hey doch, Kohle. Kohle nehme ich immer gerne. Ja, komm, wir, du auch. Haben wir noch ein bisschen Fleisch? Danke. Können wir uns nämlich bald mal braten und dann ein bisschen Rohstoff hier sammeln. Achso, das hier müssen wir auch mal wegmachen. Können wir jetzt mal direkt mal machen. Kann hier ein bisschen Erde hin, die wir nicht dabei haben. Da ist noch ein Schwein. Ein Schafer, okay. Dachte gerade für eine Zehntelsekunde, dass es so ein Working Zombie ist. Der hätte ich jetzt aber hier. Aha, ist er. Oh, boah, die können aber hochspringen. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sie so hochspringen können. Aber gut. Okay, wir sind mittlerweile Level 16. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen mal ein paar Monster, die wir mal richtig schön den Arsch versohlen können. So, ein bisschen Gemüse können wir auch gleich mitnehmen. Wisst ihr, wir könnten uns auch mal ein paar Felder anbauen, ne? Wenn wir mittlerweile schon ein bisschen Getreide und sowas haben, dann macht das eigentlich voll Sinn. Bräuchten wir... Wasser haben wir ja hier. Das heißt, wir können auch direkt anfangen, Felder anzulegen und dann da Stuff drin zu pflanzen. Dann mache ich mal das Ding hier zu. Sieht sowieso hässlich aus. Ja. Bam. Und dann können wir nämlich hier gleich direkt Felder anlegen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir mal ein bisschen Holz in die Hand. So ungefähr. Und dann machen wir mal hier. So ungefähr. So. Halt nicht hier. Okay. Willst du was von mir? Dass wir diesen hinter Bäumen verstecken, ist echt so ein Exploit, der ist ja sowas von, ja. Bisschen zu einfach. Wir brauchen Wheat Seed, wir brauchen... Nee, das ist eigentlich nicht wirklich. Cotton Seed brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben ja bereits Wolle. Wir machen mal hier... Was machen wir zuerst? Ich glaube, wir machen erstmal hier nur das ganz Nötigste. Also hier Kartoffeln, Gurke und Wheat. Ein bisschen Wheat. So, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 7, 8. Und dann machen wir hier nochmal. Hä? Ja, egal. Also. Und dann jetzt noch hier ein bisschen Gurke. Ist aber alles genau 9 Mal. Ja, passt doch. gut, was war so nicht geplant, aber umso schöner, dass du was zur Hölle. Nee, komm mal her, komm mal her.
wieso rennt er einfach weg? Ich dachte, er würde alles in seiner Macht stehende versuchen, mich zu töten. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Warum ist hier ein Boss? Oh, Alter, dieser NPC geht mir hart auf den Sack, ne? Danke. Ich will die XP für mich haben. Machen wir überhaupt Schaden? Ne, er macht Schaden. Ich glaube, wir machen gar keinen Schaden, kann das sein? Weil das Problem ist, um Schaden zu machen, müssten wir ihn erreichen. Und das tun wir gerade nicht. Na komm schon. Ach scheiße, blätter hier weg da. Nee. Nee. Er erreicht uns, bevor wir ihn erreichen. Und damit ist er definitiv zu stark. Ah, Kacke. Wir bräuchten Langstreckenwaffen. Keine Chance. Vor allem, wie gesagt, Ratten haben auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns beißen können. Und dann kriegen wir permanent Schaden. Also Schaden, der über die Zeit anwächst. Und das ist definitiv nicht gut. Ich meine, jetzt können wir uns natürlich gucken, was passiert, wenn wir uns irgendwo runtergraben. Ich wollte doch nur den Apfel da haben. Yay, wir haben Äpfel bekommen. Ne, keine Chance. Wir kommen nicht lange genug an den ran. Eigentlich könnte man diesen Kopf jetzt schon locker erwischen, aber leider ist das dem Spiel egal. Wir müssen wirklich die Mitte seines Körpers treffen, weil seine Hitbox so scheiße klein ist. Also, ja, wenn wir jetzt hier, ne? Wir würden locker den Kopf erwischen, aber das, wie gesagt, ist dem Spiel leider völlig egal. Wir versuchen mal. Nein, geh nochmal rein jetzt. Oh, danke. Tänzt er erstmal um drauf rum. Super, jetzt müssen wir ihn erstmal erwischen, damit er auf uns smite wird. Ich mach das mal mit Stein. Bist du jetzt mad? Natürlich nicht. Ach Gott. Hä? Komm mal her jetzt hier. Was macht er denn die ganze Zeit? Okay. Jetzt haben wir ihn. Oder auch nicht? Diese NPCs, die geben halt sowas von hart auf den Sack. Oh, Alter. Jetzt komm halt her, du Arschgeburt. Okay, scheinbar, wenn ich außerhalb sein Sichtfeldes bin, interessiert er sich nicht mehr für mich. Schade. Ja, bringt nur so leider auch nichts.
So kann uns nicht erwischen? Wie dumm ist das denn? Wieso kann uns so nicht erwischen? Wieso doch gerade mal einen einzigen Block unter ihm jetzt? Also unser Kopf jetzt. Unsere Hitbox müsste er doch locker treffen können. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Nein, bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Wo gehst du denn jetzt hin? Kannst du hier bleiben? Was? Wieso despawnt der? Ich greife noch doch offiziell an. Jetzt ist er wieder aktiv. Wieso despawnt der, obwohl er die ganze Zeit aktiv ist? Okay, können wir es vergessen. Ah, super. Was ist das für eine behinderte Kacke? Ja, wow. Hat sich also voll gelohnt. Ja gut, okay. Also, das mit dem Monster-Handling ist echt noch ein bisschen komisch. Das muss man ja mal so zugeben, wie es ist. Da kannst du nicht mal in Ruhe Monster bekämpfen, weil entweder die spawnen die einfach direkt, so wie dieses Baumonster. Oder aber die spawnen einfach aufgrund von Inaktivität, obwohl du mit ihnen kämpfst gerade. Also keine Ahnung. Vor allem der Counter, der hat ja, ne, immer wenn wir wieder bei ihm waren, dann wurde der Counter pausiert, aber halt nur pausiert und nicht zurückgesetzt. Das heißt, sollte wieder aus der Range waren. Ja, das ist ja. Nein, weiß nicht. Gut. Ja, wisst ihr was? Ich glaube mal, dann sollte das doch erstmal mit dem IFS-Server gewesen sein. Wenn mal wieder hier ein paar mehr Leute on sind, werden wir vielleicht doch weiterspielen. Mal gucken, was macht der Hund hier bei uns? Dann kann ich bitte rausgehen. Pfusch, hinfort mit dir. Ich schmeiß dich tot. Komm her, danke. Wenn wir mal wieder ein bisschen weiterspielen. Derzeit mit unseren wenigen Playern macht das hier kaum Sinn. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile Level 19. Ist schon ganz geil. Das ist eine Biene. Bringen uns die Bienen was? Wobei, nee, halt, die können wir nicht umbringen, die müssen wir einfangen, ne? Wenn wir Honig haben wollen, müssen wir sie einfangen. Haben wir sie jetzt im Inventar? Nee, ne? Nee, okay, doch, dann müssen wir sie einfangen. Schade. Ja, wie gesagt, das Monstersystem ist noch ein bisschen unausgereift. Ich hatte auch früher, da gab es so einen Käfig, da konnte man direkt gegen Monster kämpfen. Das war also extra ein Raum, wo die ganze Zeit Monster spawnen. Und da hatte ich auch so einen Exploit gefunden. Da musste man sich quasi einfach nur sehr nah an eine Wand ranstellen. Also wirklich sehr nah an eine Wand ranstellen. Und dann sind die Monster über einem in der Wand gespawnt. Und weil die quasi auch halb in der Wand drin, also nicht auch, sondern weil die dann halb in der Wand drin waren, sind sie nicht runtergekommen zu dir. Du konntest sie auch von unten erwischen. Oder konntest du die ganze Zeit Monster umbringen, ohne dass die dir was konnten. War geil. Hat aber nur so lange funktioniert, wie du alleine in dem Raum drin warst. Sobald noch ein anderer mit in den Raum gekommen ist, haben die Monster sich ja aufgeteilt, sind auch zu dem gegangen, sind dabei dann aus der Wand. Egal. Auf jeden Fall ja. Also es gibt hier verschiedene Exploits, wie man diese Monsterkämpfe hier zu seinem Gunsten entscheiden kann. Aber wie gesagt, man kann ja hier nicht mal legit gegen Monster kämpfen, wenn die einfach despawnen. Dann macht das ja relativ wenig Sinn. Brauchen wir erstmal ein stärkeres Messer oder ein stärkeres Schwert, damit wir da innerhalb der vorgegebenen Zeit, des vorgegebenen Zeitlimits, da kämpfen können. Gut, wir verstecken uns erstmal hier drinnen. Achso, halt. Was wir nochmal machen können, ist unser Bereich schützen. Das können wir tatsächlich machen. So, und jetzt ist die Frage, warum kommen wir hier nicht. Ach, weil hier noch Erde drunter ist. Wow. Okay, das ist deprimierend. Warum ist die Erde drunter? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Ist ja nur Gestein drunter. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Bin ich überhaupt richtig? Ist das überhaupt das, wo ich möchte? Oder sind wir hier noch viel zu nah? Nee, doch, ist in Ordnung. So ist in Ordnung.
So, Area Position 1. Ja, danke. Fick die Cavebox-Taste. So, raus jetzt hier. Hier das Ganze nochmal. Mittlerweile ist dunkel. Area Position 1. Dankeschön. So. Gehen wir mal hier hin. So ist gut. Wobei ich würde gerne, dass unser Feld auch mit geschützt ist. Also gehen wir mal hier so hin. Ich sehe halt nichts mehr. Achso, über uns ist auch ein Baum. Sehr schön. So. Position 2. Protect Home. Yay! So, jetzt sollten hier auch keine Monster mehr spawnen. Also bei Blood Knight. Ob hier noch reguläre Monster spawnen, weiß ich nicht. Aber zumindest sollten keine Blood Knight Monster mehr spawnen. Das ist doch schon mal schön. Und wie gesagt, sobald hier ein paar Spieler mehr online sind auf dem Server, werden wir hier mal wieder weiterspielen. Jetzt erstmal soll es das gewesen sein, weil solange wir sowieso keine Spieler neben uns sind, außer so eine Handvoll, wäre das Ganze sowieso Verschwendung. Ne? Von daher. Soll es das mit der Let's Play-Reihe erstmal gewesen sein für diese Woche? Und nächste Woche machen wir das, was eigentlich für diese Woche geplant war, und zwar, wenn er denn online ist. Oh, übrigens, Sören, tut mir leid, ne? Du hast wieder einen Grund, dich zu beschweren. Gucken wir mal, ob denn der JT2-Server online ist, was wir eigentlich diese Woche machen wollten, ne? Aber, ach, jetzt weiß ich auch, was ihr Fussel gemeint hat. Oh, ich bin auch so dumm. Ja, okay. Stimmt, ihr Fussel wollte darauf anspielen, dass ich auf ihr Fussel-Server ja erst nächste Woche spielen wollte. Das meinte sie. Ja. Okay, jetzt. Stimmt, ist gerade der 1. Mai. Okay, das war dumm. Ja, gut. Genau. Wenn sie die Let's Plays sich anguckt, dann weiß sie ja, worum, das habe ich am Anfang gesagt. Wie gesagt, den Server werden wir nächste Woche spielen, wenn er denn bis dahin wieder online ist. Ich weiß ja nicht, warum er nicht mehr online ist. Im Forum-Thread, da steht da davon überhaupt nichts drin. Von daher würde ich mal sagen, ja, das war's für diese Woche. Man sieht sich dann irgendwann mal wieder.